glaube, ich möchte Donuts. Yes! Enid ist bereit zu kochen. Wendy hat den Teig zubereitet und Oma ist immer bereit. Dann geht's los. Ich habe meinen Teig schon vorbereitet. Vielleicht legen wir ihn in eine Form und bereiten leckere Donuts zu. Was für ein Leckerbiss. Wir schließen und warten, bis sie fertig sind. Und ich muss einen coolen Donutteig zubereiten. Wir haben hier einen Berg aus Mehl, schlagen das Ei da auf, kneten jetzt den Teig, bilden einen runden Donut und schicken ihn in heißes Öl. Und wir warten, bis er fertig ist. Und jetzt bin ich an der Reihe, Donuts zu machen. Wir gießen meinen Teig, der so schwarz ist wie meine Seele, ins Gerät. Und hier sind sie schon fertig. Es bleibt noch übrig, ein schreckliches Design zu erfüllen. Und ich muss meine Donuts mit Puderzucker bestreuen, damit sie nicht nur üppig, sondern auch süß sind. Ich muss meine Donuts aus dem Öl holen und süße Farbglasur darauf gießen. Und farbige Streusel kommen drauf. Oh, ups, es tut mir leid. Und wir sind fertig. Wir legen alles auf einen Teller und können es Baby geben. Wow, was für ein Leckerbissen. Ich möchte schnell die Donuts von Wednesday probieren. So lecker. Ich will die alle essen. Und was haben wir hier? Omas Donuts. Wow, lecker. Und was haben wir noch? Wir kommen zu Enids Donuts. Sie sind so bunt. Oh ja, sehr lecker. Aber ich denke, Wednesday gewinnt. Es war sehr lecker. Jetzt will ich Pommes. Sind alle bereit? Perfekt. Und es geht los. Oma, geben Sie mir bitte den Schäler. Er gehört definitiv mir. Und meine liegt hier. Oh, oh nein, was ist das? Jetzt können wir schnell mit diesen Kartoffeln fertig werden. Oma, kannst du mir bitte helfen, die Kartoffeln herauszuholen? Oh, danke. Ja, hier sind deine Kartoffeln. Und jetzt schneiden wir alle Kartoffeln in kleine Stücke und färben alles in Regenbogenfarben. Perfekt. Es ist Zeit, sie in Öl zu werfen. Und es klappt. Ich werde sie in Form eines Regenbogens auf den Teller legen, damit es Kim sicher gefällt. Ich habe es so gut gemacht. Es ist perfekt geworden, Enid. Und meine Kartoffeln sind auch fertig. Vielleicht probieren wir sie. Oh, oder auch nicht. Wir legen sie in eine Form und gießen Ketchup darauf. Oma hat schon alles vorbereitet. Danke, danke. Thank you. Und was ist mit Wednesday? Ich bin fast fertig. Ich muss die Kartoffeln auf einen Teller legen und sie mit der richtigen Farbe bemalen. Die schrecklichen Kartoffeln sind fertig. Nice. Enid, oh, okay, beruhig dich. Wow, wie viele verschiedene Pommes. Ich möchte alles unbedingt ausprobieren. Oh, die Regenbogenkartoffeln sehen so süß aus. Und jetzt bewerten wir den Geschmack. nicht schlecht. Okay. Und was kommt als nächstes? Das sind normale Pommes. Probieren wir sie aus. Wow, lecker. Und was ist hier? Schwarze Pommes? Ungewöhnlich. Probieren wir. Oh nein, das ist Mist. Aber Omas Pommes schmecken lecker. Oma hat gewonnen. Oma, schlaf nicht. Meine Zeichnung ist fertig. Ich habe so Lust auf Pasta. Perfekt. Und es geht los. Jetzt schicken wir die Spaghetti zum Kochen in eine Pfanne. Und ich mache meine Spaghetti selbst. Oh, ich möchte ihn genießen. Ups. Alles ist in Mehl. Verzeiht es mir. Ups. Und wir fangen an mit dem Kochen. Wir können ein bisschen mit den Eiern herumspielen. Oh, gut, eins ist auch genug. Wir kneten einen leckeren Teig. Schön. Jetzt müssen wir ein paar gleiche Kugeln daraus ausrollen. Und jetzt kommt das Interessanteste. Wir färben sie in alle ihre Lieblingsfarben. Jedes Stück kommt durch dieses spezielle Gerät und meine Regenbogennudeln sind fertig. Cool. Sind meine Nudeln schon fertig? Gut, wir müssen alles auf einen Teller legen. Oh nein, ich sehe nichts. Wo ist Ketchup? Ich muss ihn zur Spaghetti hinzufügen. Oh,
Ich habe ihn gefunden. Thank you. Vielen Dank. Oh, nein! Ich bin voll mit Ketchup. Wir müssen alles schnell abwischen. Puh, jetzt sehe ich alles. Die Sehkraft ist wieder perfekt. Wir gießen Ketchup auf die Spaghetti und wir sind fertig. Wednesday, was hast du vorbereitet? Ich habe Spaghetti gekocht. Wir müssen sie auf einen Teller legen und schwarz färben. Oh, Sing. Danke, du hilfst immer. Und hier fehlt definitiv noch etwas. Was hast du mir gebracht? Das ist genau, was ich brauchte. Wir legen die Finger auf die Spaghetti und gießen etwas Ketchup dazu. Oh, das sieht so beängstigend aus. Oh ja, aber meine Nudeln sind auch fertig. Wir sind bereit. Was haben wir denn hier? Oh nein, diese Spaghetti sehen sehr beängstigend aus. Nein, nein, ich will sie nicht. Ich probiere lieber diese Spaghetti. Wow, so lecker. Und was ist hier los? Wow, Regenbogenpasta. Toll. Das ist unglaublich lecker. Enid, du hast gewonnen. Wirklich? Oh, danke, Schwester. Meine Zeichnung ist fertig. Ich möchte einen leckeren Kakao. Würdet ihr es für mich machen? Natürlich. Während du redest, fange ich bereits an zu handeln. Ich muss den Kakao und die Milch in einen Topf geben, alles gut umrühren und aufwärmen. Perfekt. Oma, du bist wirklich die Beste. Und, was soll ich tun? Ich möchte Kakao aus Schokolade machen. Sie ist farbig und unglaublich lecker. Wir schicken die Schokolade in einen Topf und lassen sie schmelzen. Ich muss mehr Zucker hinzufügen, damit es sehr süß wird. Stop! Ah, na gut. Oma, ich lege nur ein bisschen hin. Siehst du? Ein bisschen Zucker. Hm? Schau sie nicht mehr hin? Gut, wir schütten den ganzen Zucker herein, damit es Kim sicherlich gefällt. Enid, ich habe mich doch nur kurz umgedreht. Das ist zu viel. Ah, wo habe ich aufgehört? Genau, ich muss etwas Milch einfüllen. Aber diese Flasche ist sehr schwer zu öffnen. Komm schon, geh auf. Nein, die ganze Milch ist auf mich geflossen. Ich glaube, so viel reicht für den Kakao. Mmm, es schmeckt. Was für eine leckere Glasur. Wir dekorieren das Glas, damit es Kim lecker schmeckt. Und wir füllen den Kakao ein, fügen etwas Schlagsahne hinzu und viele Süßigkeiten. Und ich bin fertig. Wie gefällt euch mein Getränk? Oh, vielen Dank. Danke, Oma. Oh, ihr seid so süß, dass es schon zu viel ist. Ich werde den Kakao in einem Glasschiedel servieren. Oma, wie geht es Ihnen? Haben Sie Angst? Also ein tolles Glas. Ich brauche Milch für den Kakao, Kakaopulver und ich füge etwas Blut hinzu. Ha, es ist doch nur ein Sirup. Jetzt gießen wir alles in ein Glas. Perfekt. Oben kommt eine Kappe aus schwarzer Creme und leckere Streusel. Und ich bin fertig. Wenn alle fertig mit dem Kochen sind, dann lass uns Kims Meinung hören. Mmm, wie viele Leckereien. Ich möchte mit Wednesdays Kakao anfangen. Er ist genauso rot wie meine Haare. Und das ist definitiv von Oma. Mmm, lecker. Und dieses Regenbogengetränk ist definitiv von Enid. Wow, wie lecker. Ich denke, es gewinnt. Eine schwierige Entscheidung. Aber Enid gewinnt. Hallo zusammen! Ihr seid in einem neuen Video mit magischen Tresoren. Habt ihr bereits entschieden, wer als erster öffnen wird? Will Annie? Komm! Ich bin so gespannt! Wow, sind da Nudeln drin? Ich werde sie sofort probieren. Ich nehme mir mehr mit den Stäbchen. Wow, wie lecker! Mädchen, das ist unglaublich! Ich bin bereit, die ganzen Nudeln alleine aufzuessen. Lecker! Wieso seid ihr so langsam? Öffnet schneller den nächsten Safe! Oh ja, mal sehen, was ich bekommen werde. Was? Ist das eine scharfe Tabasco-Soße? Warum habe ich keinen Leckerbissen bekommen? Oh nein, wie scharf! Bei mir brennt alles im Mund! Oh, danke, du hast mir geholfen. Jetzt ist Chris an der Reihe. Hurra, was habe ich bekommen? Wow, ist das eine Schneekugel? Interessant. Was kann sie? Was? Oh nein, alles ist eingefroren. Ich werde sie nicht mehr anfassen. Oh, ist diese Kugel für mich? Sie ist so hübsch. Was ist los? Nein, sie wird zu Eis und ich habe sie zerschlagen.
Warum ist es so kalt geworden? Nein, das kann nicht sein. Sind die Mädchen eingefroren? Wir müssen das irgendwie lösen. Ich werde mehr vom scharfen Tabasco trinken. Dann werde ich sicher meine Freundinnen schmelzen lassen. Oh, wie scharf. Alles brennt. Gleich lassen wir Chris schmelzen. Und jetzt Annie. Und jetzt helft mir. Wie süß ist das, Emma? Ich werde dir sofort helfen. Meine Haare sind komplett nass. Ich muss das Wasser ausdrücken und wir werden dein Feuer sofort löschen. Ja, es hat geholfen. Danke, Mädels. Was würde ich ohne euch tun? Jetzt bin ich an der Reihe, den Safe zu öffnen. Ich möchte wirklich wissen, was bei mir drin ist. Was ist das? Zwiebeln. Was für ein Mist. Das ist ekelhaft. Zwiebeln gefallen mir überhaupt nicht. Und sie schmecken auch noch schrecklich. Ich möchte weinen. Oh nein. Mir geht es irgendwie nicht gut. Es tut mir leid, Mädchen, aber die Zwiebel möchte euch Hallo sagen. Wir werden dieses Problem gleich lösen. Perfekt. Und jetzt öffne ich den Safe. Was habe ich da? Wow, das ist eine Torte. Wie schön und appetitlich sie ist. Lecker. Ich schneide mir ein großes Stück ab. Ich würde es so gerne gleich probieren. Mmh. Wie lecker. So toll. Naja, sie wird es sicher nicht mit uns teilen. Lass mich den Safe öffnen. Wow, ich habe eine seltsame Flasche bekommen. Was ist drin? Es sieht aus wie ein schönes goldenes Pulver. Wow, oh, da schwimmt etwas in dem Auge. Was? Was ist mit dir los, Chris? Das ist schläfriges Pulver. Alles klar, Chris ist eingeschlafen. Wach auf, komm schon. Sie schläft wie ein Bär. Aber ich habe gerade eine tolle Idee. Ich werde sie mit meinem stinkenden Geruch auch wecken. Was? Wo bin ich? Du musst dich nicht bei mir bedanken. Es war Schlafwohlpulver. Lass uns Annie schläfrig machen. Sie wird die Rose definitiv annehmen und sie riechen wollen. Annie, das ist für dich. Wirklich? Wie süß ist das? Danke, Mädels. Sie riecht gut. Oh, irgendwie will ich schlafen. Fertig. Steh auf und wir nehmen die Torte. Ups, aber Hauptsache die Torte ist bei uns. Mädchen, macht es euch etwas aus, wenn ich als Erste aufmache? Hurra! Ich kann es kaum erwarten, zu wissen, was ich habe. Wow, das ist etwas Seltsames. Es sieht aus wie ein Kochtopf. Na gut, wir werden es später herausfinden. Was hat Emma? Wir werden es gleich wissen. Wow, ich habe ein riesiges Kinderei. Wie cool. Es sieht toll aus und der Geschmack ist unglaublich. Nein, ich möchte es nicht mit euch teilen. Und es gibt sogar ein Spielzeug drin. Wie cool. Was? Ein Teddybär. Annie, nimm's dir. Ich mag Schokolade mehr als Plüschtiere. Der Teddybär kann hier sitzen. Oh, ich habe jetzt einen Gummibär. Wow, unglaublich lecker. Mädels, ich habe einen Topf, der Fruchtgummi essen macht. Wie cool. Ich denke, jetzt können wir Chris Safe öffnen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Was? Schimmelkäse. Er riecht so schrecklich. Wie soll ich ihn essen? Er schmeckt überhaupt nicht. Oh, ekelhaft. Annie, kannst du mir bitte deinen Topf leihen? Oh, danke. Du bist die Beste. Jetzt legen wir den Käse in den Topf. Und ein Stück Torte kommt heraus. Cool. Ich mag es so sehr. Schau mal, wie sie beim Essen aussieht. Hey, filmt mich bitte nicht. Das wird sicher 1 Million Likes sammeln. Hey, Nerd, wo hast du mein Handy hingelegt? Oh nein, ist mein Handy zu Schokolade geworden? Da war ein legendäres Video für mehrere Millionen Views drauf. Aber es ist köstlich. Lecker. Wer wird zuerst öffnen? Hey, Chris, schau nicht hin. Öffne lieber deinen Safe. Na gut, was habe ich hier? Ew, sind das Zitronen? Was für ein Mist. Ich will dieses saure Ding nicht essen. Das macht mich total nervös. Oh nein. Ist es lustig für euch, meine Grimassen anzuschauen? Schauen wir uns lieber an, was Emma im Safe hat. Kein Problem, schauen wir mal. Wow, ich habe einen tollen Milchshake. Sieht schick aus. Wieso steht ihr hier herum? Geht weg. Dieser Cocktail wird für uns drei nicht ausreichen. Wie lecker. Alles klar, ich werde gleich meinen Safe öffnen. Was könnte drin sein? Das ist eine alte Uhr. Hey, was ist passiert? Okay. Es ist seltsam, dass die Mädchen sich nicht bewegen. Hallo? Oh, und wenn sie sich nicht bewegen, dann ist es meine Chance, Emmas köstlichen Cocktail zu probieren. Wie lecker.
Chris, warum isst du nicht deine Zitronen? Legen wir dir eine in den Mund. Und Emma, wir machen dir ein tolles Make-up. Das Clown-Make-up passt dir bestimmt. Haha, klasse. Und jetzt kann es losgehen. Tada! Emma, hast du dein Gesicht gesehen? Es ist so lustig. Was? Wer hat's mir angetan? Hey, Annie, das warst bestimmt du. Ich bin beleidigt. Was will unsere kleine Emma? Wow, eine Pizza. Eine gute Wahl. Lass uns schnell anfangen zu kochen und danach essen wir uns satt. Ich glaube, alle sind bereit zu beginnen und es geht los. Ich weiß bereits, welche Pizza ich für meine geliebte Enkelin machen werde. Sie wird die klassische Peperoni-Pizza definitiv genießen. Ich brauche mehr Tomatenpaste. Und obendrauf fügen wir mehr Käse hinzu. Und natürlich die Wurst. Wie schön. Es sieht sehr gut aus. Und köstlich. Es bleibt nur übrig, alles in den Ofen zu schicken. Großartig. Was willst du, Chef? Schauen Sie mal. Ich werde den Teig mit diesem coolen Nudelholz ausrollen. Und schaut mal, was ich kann. Ups, ich habe ein bisschen fallen lassen. Aber kein Problem. Warum schauen mich alle so an? Oh nein. Oma, bist du wirklich bereit, deinen Teig mit mir zu teilen? Vielen Dank. Oh, thank you. Ich freue mich so sehr. Also, ich habe mich entschieden, eine süße Pizza zu machen. Sie wird sicherlich am besten schmecken. Ein bisschen Fluff-Marshmallow-Creme und mehr bunte Skittles. Sieht toll aus. Und jetzt muss es in den Ofen geschickt werden. Unglaublich, das ist meine erste Pizza. Come on! Naja, der Kochclub ist vorbei, was bedeutet, dass es Zeit für den professionellen Chefkoch ist, eine echte italienische Pizza zu zubereiten. Ich brauche einen perfekten Teig und wir werden ihn schwarz färben. Perfekt. Jetzt müssen wir den Teig gut kneten, damit er noch weicher wird. Dafür brauche ich mein Nudelholz. Ach, Oma, schauen Sie mal. Ich kann mit meinem Nudelholz den perfekten Teig ausrollen. Fügen wir mehr Tomatenmark hinzu. Die habe ich selbst gemacht. Und wir bestreuen alles mit perfektem Käse. Wir legen ein paar Garnelen hin. Wie appetitlich. Ich glaube, unsere kleine Emma wird meine Pizza genießen. Ich füge noch Muscheln und Cherrytomaten hinzu. Jetzt müssen wir alles in den Ofen schicken. Meine tolle Pizza. Bis bald. In 5 Minuten ist sie fertig. Oh. Und jetzt kurz ein Nickerchen. Oh. Oh. Die erste Pizza ist fertig. Wenn alle Pizzen fertig sind, können wir sie für Baby Emma servieren. Sie hat ja wirklich Hunger. Guten Appetit. Interessant. Ist diese Pizza verbrannt? Was ist das? Sind das Meeresfrüchte? Was für ein Albtraum. Das werde ich definitiv nicht essen. Und was ist hier? Wow, das ist eine Skittles-Pizza. Cool. Naja, der Geschmack geht so. Aber sie sieht toll aus. Und was ist hier? Wow, diese Pizza sieht aus wie die, die ich gemalt habe. Und sie schmeckt köstlich. Diese Pizza hat definitiv gewonnen. Oma weiß, was ihre Enkelin mag. Habt ihr das alle verstanden? Ich bin gespannt. Was wird Emma dieses Mal zeichnen? Aha, das ist ein Burger. Cool. Alle sind bereit. Muss ich dieses fiese Hackfleisch verwenden? Es ist so schleimig. Ich würde lieber etwas Cooleres machen. Ich bin auf die Idee gekommen, einen süßen Burger zuzubereiten, den meine Schwester lieben wird. Und ohne schreckliches Hackfleisch. Ich nehme die leckere Nutella. Mmh, wie sie schmeckt. Und füge Marshmallows hinzu. Und ich werde einen klassischen Burger machen. Ich brauche nur ein frisches Brötchen. Und ich werde es ein bisschen braten. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich habe es gelernt, Burger zu machen, als ich 3 Jahre alt war. Und als ich 5 war, habe ich bereits einen Wettbewerb für den besten Burger gewonnen.
ich brauche Hackfleisch, um ein leckeres Schnitzelchen zu machen. Jetzt formen wir einen kleinen Kreis und schicken ihn zum Braten. Ich bin etwas müde geworden. Oh, ich darf nicht einschlafen. Es ist Zeit, das Schnitzel umzudrehen. Niemand mag verbrannte Schnitzel. Was? Oma, warum schreist du so? Ich brate meine Marshmallows, damit sie 100-mal besser schmecken. Und das war's. Jetzt muss ich meine braunen Marshmallows nehmen und auf meinen Burger legen. Schön. Fügen wir noch ein paar Fruchtgummis hinzu. Ah, ich glaube, es sieht sehr appetitlich aus. Schwester wird begeistert sein. Oh, ich wurde etwas abgelenkt. Ich muss zuerst das Brötchen braten, dann den Speck. Und jetzt können wir meinen Burger zusammenbauen. Wir gießen Ketchup auf das Brötchen. Als nächstes kommt ein Salatblatt, unser Schnitzel, Käse, Tomatenscheiben, Zwiebeln, Speck. Perfekt! Und ein paar solche Schichten, damit Baby Emma sicher satt wird. Jetzt schließen wir das Ganze mit einem Brötchen und fügen einen Spieß hinzu, damit der Burger seine Form behält. Wir können mein Meisterwerk servieren. Dein Burger sieht so gut aus. Bravo. Und jetzt werde ich auch meinen eigenen Burger zusammenbauen. Ich habe bereits die richtigen Zutaten gelegt. Es bleibt übrig, ein paar Scheiben Gemüse hinzulegen, etwas Soße drüber und alles mit einem knusprigen Brötchen abdecken. Chris, was ist passiert? Es tut mir leid, Oma, ich kann nicht aufhören, alles zu braten. Ich wollte auf dem Brötchen eine süße Kruste aus Lutschern machen. Emma, es ist Zeit zu probieren. Ich mag diesen hier so sehr. Ich möchte ihn schnell ausprobieren. Und so riesig. Sehr lecker. Und was ist hier? Er ist auch groß. Hey, und wo sind alle Zutaten? Alles ist herausgefallen. Na gut, gehen wir weiter. Dieser Burger sieht so ungewöhnlich aus. Mal sehen. Wow, ist er mit Fruchtgummi? Ich erkenne den Stil meiner Schwester Chris. Sie weiß genau, wie man mich überraschen kann. Lecker! Yes. Es ist Zeit, einen Gewinner auszuwählen. Der Chef gewinnt! Ich wusste, dass ich gewinnen würde. Oma ist bereits eingeschlafen. Emma, gibt es neue Wünsche? Wow, das sind Nuggets. Sieht cool aus. Wir müssen nur Oma aufwecken. Sind alle bereit? Und los geht's. Es ist doch einfach. Zuerst gießen wir etwas Öl in die Pfanne. Perfekt. Oma, kann ich auch Öl haben? Vielen Dank. Hey, warum kommt da nichts heraus? Komm schon, komm raus. Ups, ich habe es ein wenig übertrieben. Chris, du solltest etwas vorsichtiger sein. Ich muss die Nuggets in kleine Stücke schneiden. Perfekt. Und jetzt schlagen wir ein Ei auf, mischen es und machen die Panade. Genau. Und jetzt gehen wir so vor. Wir tauchen das Hähnchenstück in das Ei ein und dann in die Panade. Und wir bekommen schöne Nuggets, die nur noch gebraten werden müssen. Die kleine Emma wird sie lieben. Perfekt. Wir legen alles auf einen Teller. Gleich zeige ich euch die wahre Kunst. Wir brauchen Gold. Wir dekorieren die Nuggets mit Gold, schmücken den Teller mit Tomaten und Kräutern. Und um es spektakulär zu servieren, verwenden wir Trockeneis. Schaut nur, wie schön es ist. Es ist so kompliziert. Ich werde fertige Nuggets braten. Aber wir werden das Rezept ein wenig ergänzen. Ich brauche eine Packung Cheetos. Wir brauchen nämlich Cheetos-Krümel. Das ist so viel besser. Wir schlagen, schlagen. Perfekt. Jetzt legen wir die Cheetos-Krümel auf ein Brett. Wir nehmen die fertigen Nuggets, wickeln sie in geschmolzenen Käse ein und tauchen sie dann in die Cheetos-Krümel ein. So cool. Aber zuerst muss man es probieren. Na gut, gut, ich werde es nicht probieren. Also, wir tauchen alles sofort in Cheetos ein. Und dank dem Cheetos müssen wir sie in Öl braten. Mmm, es riecht köstlich. Schwester Emma wird es lieben. Gut gemacht, Chris. Ups, ich habe ja den Ketchup ganz vergessen. Wir gießen mehr Ketchup in die Soße. Jetzt kann Emma alles probieren. Hurra, Leckereien. Ich habe sie so vermisst. Ich möchte diese Nuggets ausprobieren. Sie sind so golden.
Sie sehen super aus, aber der Geschmack geht so. Oh. Und was ist hier? Diese sehen aus wie die, die ich gemalt habe. Super. Wow, diese Nuggets sehen so ungewöhnlich aus. Und sie riechen gut. Wie cool der Käse ist. Und Cheetos obendrauf. Toll, ich mag es. Schwester hat gewonnen. Come on! Was machen wir diesmal? Ich will Kekse. Okay. Toll, lass uns schnell kochen. Alle sind schon bereit. Ich brauche diese Form. Obwohl, Moment mal, warum brauche ich eine Form? Wenn ich ein Nudelholz habe. Gleich rollen wir den Teig gut aus. Du kannst den Teig überhaupt nicht ausrollen. Ich zeige dir gleich, wie es geht. So ist es. Jetzt schneiden wir mit einer Form die runden Kekse aus. Wir legen sie auf ein Backblech und schicken sie zum Backen in den Ofen. Und wir warten. Wow, selbst der Chef hat schon Kekse gemacht und in den Ofen geschickt und nur ich nicht. Das muss dringend geändert werden. Oh, ein Pizzamesser. Damit kann ich die Kekse ausschneiden. Schaut mal, es hat perfekt geklappt. Jetzt bestreuen wir alles mit den Skittles-Bonbons. Meine Schwester wird es lieben. Sie liebt ja Skittles. Ha, seht ihr, ich bin auch fast fertig. Wir schicken es zum Backen in den Ofen. Oh, meine Kekse sind fertig. Wir müssen sie herausnehmen. Wie gut sie riechen. Wir können servieren. Ihr habt doch nicht gesehen, was bei mir passiert ist. Ich mache nicht nur Kekse, sondern ein ganzes Lebkuchenhaus für die kleine Emma. Sie wird meine Kreativität schätzen. So große Kekse hat sie noch nicht gegessen. Wir verbinden alle Details mit Hilfe von Glasur. Dann fügen wir ein paar Details an den Fenstern hinzu. Wir dekorieren das Haus mit Lieblingsbonbons des Babys. Und am Ende bestreuen wir das Haus mit Puderzucker. Unglaublich, mein Lebkuchenhaus ist fertig. Es ist so perfekt wie jedes meiner Gerichte. Ich bin begeistert. Haha. Wow. Habe ich dir erlaubt, die Kekse zu essen? Gib sie zurück. Brennen deine Kekse? Oh nein, sie sind völlig verbrannt. Wie furchtbar. Sind alle bereit, Kekse zu servieren? Es ist Zeit, unser Baby zu füttern. Wow, oh, dieser Keks sieht schrecklich aus. Ich möchte es nicht einmal ausprobieren. Ich werde mir die ganzen Zähne brechen. Aber das hier sieht schon appetitlicher aus. Mal sehen. Ja, ich würde sagen, es ist lecker. Wow, was haben wir hier? Ist das ein Lebkuchenhaus? Sieht so toll aus. Wie köstlich. Und wie schmeckt die Tür? Auch super. Und der Chef gewinnt.